Es war nie so schlimm gewesen halt bei mir, dass ich wirklich keine Haare mehr hatte oder so. Ich habe einfach gemerkt, ja, es wird weniger. Und irgendwie ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich muss sagen, so, jetzt muss ich etwas machen, damit es auch so bleibt, wie es ist und nicht noch weniger wird. Und ich habe gewusst, dass es gewisse Stellen gibt auf meinem Kopf, wo man halt Haut mehr sieht. Das hat mich dann einmal unwohl gemacht, ja, so am Tag durch. Dass man denkt hat, ja, oder viel mit den Haaren rumgespielt hat und immer wieder so eben über die Stellen die Haare drüber geworfen hat. Das waren so Gesten dann. Und ich merkte, ja, das ist das Unwohlsein von mir. Ja, jetzt schaue ich mich natürlich auch mit einem anderen Gefühl im Spiegel an. Ich freue mich, dass ich das jetzt draussen zeigen darf.